Morgen, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ja, 425. Folge Minecraft und wir sind an einer Ecke, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht kennen, nämlich hier an der Minecart-Station am Berberdorf, El Andalus. Da hinten haben wir das Kloster von Eudong. Ja, da wunderbar zu sehen und hier, schwuppdiwupp, da sind wir das letzte Mal hier vorbeigefahren am Berberdorf. Und in der letzten Folge war ich ja in einer unbekannten Höhle, noch unbekannten Höhle, in einer bekannten Gegend, die wir vor langer Zeit erkundet haben. Da hinten irgendwo, ihr seht die rote Markierung oben auf der Minimap. In die Richtung, da liegt die Höhle, ziemlich weit weg, über 400 Blöcke. Und ich habe also eine kleine Odyssee hinter mir. Manchmal, wir können ja mal einstellen, Wegpunkt. Optionen, Maximalabstand, auf den die sichtbar sein sollen. Da haben wir es, 1000 Blöcke. Na, da seht das. Also 1000 Blöcke in die Richtung. Sind wir hier mal so ein bisschen spaziert. Ich stelle das mal wieder auf 400. So. Ja. Und ja. Ja, ein bisschen hier nachts umhergefahren. Auch noch an einer Ecke vorbei, wo wir mal auf einer Erkundungstour einen Spinnenspawner entdeckt haben und den mit einem Pilz markiert haben. Aber ich wollte dann auch wieder zurück in bekanntes Terrain. Und ja, bin hier angekommen. Und das ist mir eingefallen, hier wollten wir ja auch noch weiterbauen. Ne, die Bergarbeitersiedlung, die ja hier entstehen soll. Für die beiden Mineneingänge hier. Und dann haben wir hier einmal schon den Gesteinsbrecher, den Brockenbrecher. Ja, das ist eine schöne, einer meiner ersten kleinen Gehversuche in Sachen Redstone. Ich habe mir ja Schienen in die Minen hineingelegt und ja, deswegen hier auch so ein Minecart mit Kiste, ne, dass man hier auf Knopfdruck runterschicken kann, unten vollpackt und wieder hochschickt. Und wenn das dann hier oben ist, dann ist schon eine Weile her, ne? Da gab es halt diese Aktivatorschienen und so weiter noch nicht. Das könnte man jetzt alles ein bisschen anders machen. Aber hat man halt den Krempel hier in den Spender reingeladen, manuell. Ne? Deswegen ist hier das auch alles so verdreckt und verrußt und schwarz. Ne? Der ganze Gesteinsstaub. Und dann... da oben haben wir den Spender, ne, und dann hat man halt hier einen Redstone-Schalter, womit man also den Spender anschmeißt. Und dann hier unten werden also die Brocken zerkleinert, ne, durch den Stempel, und man kann die halt hier wieder einsammeln. So, ich mach den mal aus. Ne, und dann hier in den Ofen reinpacken. Da sehen wir, da ist auch schon noch Stein drin. Ein bisschen Kohle können wir da noch reinpacken. Haben wir hier nur welche? Nee, gerade keine parat. Macht aber soweit nichts, ne? Werkbank hier noch drin. Ja. Also dann hier die Schmelze und ja, das, was hier nicht im Brockenbrecher verarbeitet wird, geht rüber in die Bröckchenschwemme, ne, da oben. Ne, führt so ein Abfluss lang, wenn man also hier oben, ne, sortiert man dann aus, ne? Die großen Brocken kommen in den Gesteinsbrecher, die kleinen Brocken hier in die Bröckchenschwemme, werden dann von dem Wasserlauf hier rüber hinein transportiert, ne, und in der Bröckchenschwemme dann halt ausgefiltert und kommen dann hier in die Öfen, wo sie dann geschmolzen werden. Ich habe hier jetzt ein bisschen Lehm drin, den ich auf dem Herweg eingesammelt habe, als ich von der Höhle zurückgekommen bin. So, und ich möchte oder wollte hier schon lange auch weiterbauen und hatte hier immer noch so ein Gebäude im Sinn für die Minenarbeiter. Wenn die nämlich aus der Mine rauskommen, dann sollen die ja erstmal unter die Dusche. Und jetzt habe ich auch die Stelle und den Plan, wie ich das Ding bauen möchte. Denn hier soll noch so eine kleine Einsiedlerhöhle hin. Aber hier oben an der Mühle von Don Quixote habe ich ja... den Mühlenteich. Und den werde ich nutzen. Da werde ich also hier so einen Abfluss bauen. Dass dann also hier lang läuft das Wasser und dann die Duschen für die Minenarbeiter damit angetrieben werden. Und ja, ich werde mich jetzt mal hier an die Arbeit machen und hier erstmal dann kräftig
Gelände wegnehmen. So, mal sehen, was ich hier so an Platz brauche. Zack, zack, zack. Das geht mit der Schaufel hier ja ruckzuck. Mal sehen, dass wir hier teilweise die natürliche Felswand so ein bisschen noch stehen lassen. Und dann werden wir natürlich auch eine Wasserleitung bauen. Eine kleine, ne, dass das also dann sauber hier oben reinläuft. So, zack, den Kompass können wir schon mal wieder beiseite packen. Ja, ich habe tatsächlich den Kompass benutzt, um nach Hause zu kommen. Es war so weit weg. Und die Höhle liegt auch, glaube ich, an einer ganz anderen Ecke als ursprünglich gedacht. Aber, ne? So, ich denke mal, hier bis zu der Mauer nehmen wir das mal alles weg. So. Hier noch ein bisschen weg. Das soll ja eher eine langgestreckte Halle werden. So, schwuppdiwupp. Du kommst hier auch mal weg und ding, 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 ding. Das meißeln wir hier auch mal ab. So. Zack, 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 haben wir hier eine Kante. Wo sich die Leute halt hier in den Berg gegraben haben und das alles hier so ein bisschen abgetragen haben. Das sieht ja soweit schon mal ganz geplant aus. Zack, zack, zack. So, da oben müssen wir dann noch sehen, dass wir das mit dem Dach schön hinkriegen. Na, wenn wir da nachher die Rinne bauen, mit der das Ganze dann hier reingeleitet wird. So, und dann geht es an die Frage des Baumaterials. Da wir hier eine Mine haben, aus der natürlich Steine noch und nöcher rauskommen, nutzen wir hier natürlich Stein als Baumaterial. Und da wir hier auch genug Cleanstone herumzuliegen haben, nutzen wir auch dann Steinziegel. Ich würde mal sagen, wir gehen hier direkt an die Mauer ran mit der einen Gebäudewand. Wir werden brauchen einmal in der Mitte, das muss natürlich eine ungerade Zahl sein. Ditsch. Ditsch. Was hier machen? Jawohl, dann käme hier in der Mitte der Dachfirst rein, wo dann also auch der Wasserlauf reingeht und dann teilt sich das rechts und links für die Duschen. Oh, wird ein bisschen eng, aber wer sagt denn, dass hier Komfort nötig ist? No? So. Und jawohl, können wir hier schon mal die Rückwand quasi ransetzen. Nicht vergessen hier die Mitte. Da soll natürlich, das soll eine Wand sein. Und plong, 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 plong. Zack. Haben wir hier eine Werkbank. Jawohl. Erstmal machen wir uns hier noch ein paar Steinziegel. Und dann machen wir uns Steinziegel-Slabs für den Boden. So. Zack. Denn so, okay, es wird Nacht. Ich habe die Monster eingeschaltet. Das wird wieder eine interessante Bausession. Oh, hier nachts mit Monstern bauen. Mit eingeschalteten Monstern bauen. So, also da oben soll ja das Wasser langlaufen. Und das soll sich dann hier jeweils rechts und links teilen. Und der Wasserstrahl soll also hier jeweils dann schwupp hier reingehen. Ne, damit das also nicht rumsplasht.
oder rum explodiert, wie der Creeper hier. Oh, hier sollten wir vielleicht auch mal. Zack. Fackel hin wenigstens so ein bisschen. No. Das gleiche Schema. Dann auch auf der anderen Seite. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. No. Sollte das hinpassen? Jetzt haben wir hier natürlich zack, zack, zack. Nicht das passende Material dabei, aber ja, dann können wir hier wegpacken. Da haben wir als genug beiseite zu tun. Cobblestone kommt auch erstmal beiseite. Und na, hier haben wir doch noch Steinziegel. Der kommt auch noch weg. So. Na. Das wird auch mal was. Zack. So. So. Die Dinger hier. Machen wir passenderweise Cleanstone unten rein. Obwohl das auch natürlich eine Idee wäre, hier Leuchtsteine reinzumachen, damit das Ganze schön bei Nacht auch ausgeleuchtet ist. Hm. Ich hole mir mal noch einen Cleanie für die eine Lücke noch. Na komm schon, schwuppdiwupp hier. Zwirrende. Da haben wir sie. Ja, da ist ja noch einer von den grünen Burschen. Der wollte wahrscheinlich mal Probe duschen oder sowas. So. Schwupp, 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 schwupp. Okay, soweit so gut. Kann ich hier dann auch schon mal die mittlere Wand hochziehen. Ups. Doch, war ja richtig. So. Oh, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hoch, aber lassen wir uns da nicht mal stören. So. Also hier oben soll dann der Wasserstrahl langlaufen und sich jeweils rechts und links teilen. Das heißt, ich brauche hier quasi einen Rahmen. Das könnten natürlich dann auch schon Treppen sein fürs Dach. So. Hat er mich hier auch noch angezündelt. So. Halt. Zack, 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 zack. Hier, ne? Ist so toll, jemand beim Arbeiten zuzuschauen, ne? Könnte ich auch stundenlang machen. So. Ja, und dann. Da unten Krebs da rum. Wie machen wir das richtig? Bist du selber runtergeplumpst? So, zack. Dann hier. 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 Und da, da, da. Ja, ist ja gut, ist ja gut, Leute. Ja? Keine Leiharbeiter hier auf meiner Baustelle. So, wir haben uns noch weitere Ziegel. Schwuppdiwuppdiwupp. Ja, das gewinnt doch so langsam Form. Zack, zack. Und genau, hier muss frei sein, da kann zu. So. Ja. Ein bisschen breiter wäre nicht verkehrt gewesen. Aber
Portugal. Müssen wir durch. So. Und so, damit haben wir quasi schon mal die obere Konstruktion. Hier können wir dann gleich die Wand dicht machen. Upsala. Ja, so Verzierungen und so weiter bauen wir dann später noch ein. Eventuell mache ich auch den Zugang dann nachher von innen. Dass die Minenarbeiter also quasi gar nicht erst hier raus müssen und dann hier von vorne in das Gebäude rein, sondern gleich da von hinten aus dem Minenschacht heraus reingehen können. Ja. So. Zack, 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 hier. Dann stört das nämlich auch nicht, dass das hier erstmal ein bisschen duster ist. Ja, kommt schon der nächste Kollege. So. Dip, 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 dip. So, hier, Steinziegel. Haben wir ja noch welche. Und dann werden wir als nächstes oben zusehen, dass wir den Wasserlauf da reinsetzen. Dass das dann schon mal funktioniert. So. Und so, so. So. Jawohl. Zack, zack. Ach Junge. Komm, ab in die Bröckchenschwämme. Lass dich verarbeiten. Soylent Green ist Menschenfleisch. Nein, Zombiefleisch. Ha, noch schlimmer. So. Dim, 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 dim. Ach, Kollege. Bing. Hehe, auf dem letzten Meter. Haben wir den Boden da noch erledigt. So, hier soll ja das Wasser reinlaufen. Das heißt, wir werden hier eine schöne Treppe bauen, die es dann runterfließen kann. Immer schön wupp, 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 Stück für Stück, wie tief wir dann nachher tatsächlich müssen. Werden wir gleich sehen. So. So, so und... Hier sollten wir uns dann genau soweit durchgraben können. Schwupp, und da läuft es dann hier schon mal. Zack, 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 sauber runter. Das sieht ja soweit gut aus. Zack, und da verteilt es sich dann. Ja. Zwar noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Weil das läuft jetzt hier nicht weiter, aber da können wir ganz elegant und einfach selber mal mit dem Eimer nachhelfen. Hoppala, da soll natürlich noch keiner rein. Da muss einer rauf, da muss einer rauf. Ditsch, 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 muss auch einer rauf. So. Zack, dafür haben wir nämlich hier extra den Eimer dabei. Damit das also auch schön in die anderen Teile weiterläuft. Und ich könnte natürlich... hätte das gar nicht so sorgfältig mit der Rinne machen müssen, sondern hätte einfach ja, hier jeweils drüber. Oh! Okay, der hat Gott sei Dank nicht allzu viel Schaden angerichtet. Oh, so. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Nochmal das Eimerchen voll. Ups, bleib, bleib, bleib. Ja, ich muss da auch mal duschen. Sprengstaub vom Creeper hier. Söderle. Und zack, da kommt dann der letzte Gang. So. Das sieht ja dann soweit schon mal ganz gut aus. Ich mach mir nochmal den Eimer voll. Holla. Dann werden wir zusehen, dass wir hier das Dach schön bauen. Schwupp. Das werden wir auch mit Steinziegeln machen. Da müssen wir mal gucken, ob und wie wir die Fassade nachher noch ein bisschen aufhübschen, aufstrukturieren, indem wir da andere
Materialien noch reinsetzen. Aber da lasse ich mir dann noch was einfallen. So, erstmal hier noch die zweite Wand gezogen, soweit es geht. Dass wir halt nicht die Form vom Gebäude komplett hier verlieren. Schwupp, rübergehüpft. Und da haben wir Steinziegel, da machen wir uns gleich Treppen draus. So. 32 werden da mit Sicherheit nicht reichen. Aber schauen wir erstmal, wie weit wir mit denen kommen. Nehmen gleich nochmal einen Stack mit. So, noch einen Happen gegessen. Und dann... Hoppala, die Waldfee, gehen wir hier in die Dachkonstruktion. Das passt nämlich soweit erstmal ganz gut, wenn wir hier zack, 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 zack und zack machen. Und hier dann dasselbe, sobald wir hier den Platz haben. So, plopp, 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 plopp. Plopp und plopp. Na, so. So. Man soll hier oben natürlich auch schön sehen, dass das Wasser hier oben reinläuft. Na. Da muss also zack, noch einer hin. Und dann können wir hier... Das reicht ja eventuell doch. Zack, 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 zack. Und zack, machen wir das Dach hier rum. Ja, machen wir es. So. 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 So, da, da. Zack. Komm hier ran noch. Na, das wird gerade mal nicht reichen, glaube ich. Doch, 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 doch. Ha! So. So. Und jetzt kann ich nämlich hier oben schön... Könnte man nachher auch noch Leuchtsteine reinsetzen. Aber passt das so? Ich denke mal, das passt so. Jetzt kann ich nämlich auch hier oben einfach Fackeln raufsetzen, damit mir hier eben oben auf dem Dach möglichst nichts spawnt. Das sollte ich vielleicht auch nochmal hier machen. Ja. Naja, ist ein bisschen... Einfach mal da und da jeweils Fackeln ran, damit mir also hier auf den Dächern nichts spawnt. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen. So, und hier kann ich, könnte ich natürlich jetzt, no, aber ich führe ja mal einfach mal sehr aussagekräftige Selbstgespräche. Nee, es wäre jetzt natürlich eine Sache, hier Treppen ranzusetzen, beziehungsweise hier muss ich erstmal... Zack, zack, zack. Das so zugemacht werden. Na, zack, zack, zack. Reicht doch. So. Wobei, erste Reihe hier kann eigentlich erstmal weggenommen werden. So. Da muss noch einer rein. Okay, soweit. Zack, haben wir hier erstmal funktionierende Duschen. So. Und ein bisschen wenig Licht hier drin, aber das kriegen wir auch noch hin, dass wir das beleuchten. Ansonsten soweit. Jo, sieht das erstmal so gut aus. Bis auf das Wetter. Ja, die Frage ist, jetzt machen wir hier, was machen wir hier an dem Übergang? Ich lasse die Gebäude wirklich mal eiskalt überlappen.
indem ich nämlich wuppdiwupp hier Slabs ransetze. So. Das zeigt einfach, ja, hier wird eng gebaut, hier wird kein Platz verschwendet. Ja, und so eine, das gibt halt nochmal so einen Akzent am Gebäude, wenn man hier außen nochmal so ein, das Überkragen lässt. Ja. So, da müssen wir noch ein Steinchen reinsetzen. Hier soweit. Gut, das können wir dann eventuell noch nachziehen, aber haben wir noch zwei Stufen? Haben wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen hier das so machen. Und dann können wir hier noch. So. Dann sieht das also auch wie ein sauberer Einfülltrichter hier aus, über den das Wasser dann hier reinläuft. Und den setzen wir mal hier fort. Zack. 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 Ja, das ist natürlich hier eingefasst, der Kanal. Ja. So und so. Das ziehen wir dann noch. Zack, zack. 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 Zack, zack. Ja. Das ist halt, an dem strömenden Wasser kann ich hier halt natürlich auch halbhohe Steine nehmen, also Slabs. Ja, um das hier schön zu machen. Zack, zack. Jo. Das wird doch was. Zack, da kommen dann die letzten beiden hin und zack, hier oben kann man das dann durchziehen. Das geht ja genau auf. Das ist ja sehr schön. So. Und da schwemmt er den Krempel auch schön runter. So gefällt mir das. Zack, 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 zack. Ich hätte hier natürlich auch die Schaufel nehmen können. Damit ist es wesentlich schneller gegangen, aber macht ja nichts. So weit. So. Pom, pom. Hier auch nochmal Fackeln hin. Na, damit der das hier auch beleuchtet ist. Und jetzt halt auch einfach nachts schön aussieht. Und ihr wisst, ich geize nicht mit Fackeln. Weil ich halt halt auch im Survival-Modus spiele und möglichst wenig möglichst wenig Sorgen mir um meine Gebäude machen möchte. Ja. So, das sieht ja hier schon mal ganz gut aus soweit. Hier müssten wir natürlich noch einen ein bisschen abgraben. Weil ja hier. Wieso habe ich denn hier Kobbel reingehauen? Und wofür? Ist die Frage. Denn da soll ja noch. Okay, das ist hier der Wartungszugang. Zack, hier haben wir. So. Steinziegel Slabs. Bis wir in den anderen Kram. So ein bisschen Ballast abwerfen hier aus der Truhe. Zack, 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 zack. So. Ah, Knochen, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Haben wir erstmal ein bisschen Platz wieder. So, und dann kommt nämlich auch hier. Zack, zack. Das ist die Höhe. Jawohl, das ist die Höhe. Hier die Slabs ran. Einfach erstmal durchgezogen. Soweit. Ja, einfach halt das Ganze auch an das Gelände hier möglichst ein bisschen da angepasst. So, die Einsiedlerhöhle. Oh, die hat ja auch noch genug Platz. Sehr schön. Und nein, du ziehst hier nicht als Einsiedler ein. Ja, kann die Wohnungsnot auch noch so groß sein. Ist ja auch so ein Problem, gerade bei oder für Studenten in den Unistädten eine Bleibe zu finden, die halt auch erschwinglich ist. Ja. Wäre auch noch mal ein Thema. So, aber
Was machen wir hier? Ich würde mal sagen, wir bringen hier Licht in die Angelegenheit. Und zwar reichlich. So, schwuppdiwupp. Und dazu hole ich mir Glowstone, den ich in meiner Nether Chest hier habe. So, brauchen wir bei weitem nicht alle, sondern erstmal nur so viel. Alles klar. Zack. So. Ja. Wie war das in der DDR, der Slogan von der kämpfenden Arbeiterklasse? So, die haben das wahrscheinlich, haben das natürlich anders gemeint, aber so, so und so. So, dann haben wir erstmal jede Menge Licht drin. Okay. Aber dat mut, ne? Aber man muss ja auch sehen, richtig kontrollieren können, dass der Dreck da auch wirklich runtergespült wird. Und mal komm, ganz mich mal. Damit das so nicht ganz. Ab unter die Dusche mit dir. So, wo war ich? Da war ich, genau. Dann können wir nämlich hier. Na! Kann man nicht mal in Ruhe Fliesen legen hier. So. So, das machen wir dann noch. Auf der anderen Seite. Als Trennung zwischen den Duschen lassen wir uns auch noch was einfallen. So, aber erstmal brauche ich hier noch weiter. Hallo, die Waldfee. Zack. Das wird eventuell sogar reichen. Na? Okay. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. So. No. Und, so, ich brauche noch mal Steinziegel. So, Naturstein können wir uns auch mal ein bisschen hinhauen. So. Bam, 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 bam. Und was hatte ich noch im Sinn? Genau. Eisengitter. Um die Duschkabinen voneinander zu trennen. So, zack, zack, zack. Schauen wir mal, wie das aussieht, wie sich das macht. Ja, viele Leute sind halt hier neugierig, ne? So. Und zwar, gut, da brauchen wir eigentlich hier. Und da kommt dann aber der hier raus. Zack. Ja. So, da muss dann jeweils ein richtiger rein. So. Und dann hier, zack, zack. Ein bisschen. Ah, dass die Jungs sich da nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Und, hier ist ja mit Stein abgesetzt. Das heißt, hier musst du eigentlich auch. Nee, ich mach das aber. Zack, so. Rein da. Ran da. Und dann machen wir das auf der anderen Seite genauso. So. Zack, erstmal unten überall die Slabs raus. So. Und dann zack, 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 zack und zack, 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 zack und schwuppdiwupp. Soweit. Ich hätte hier nicht übel Lust, das so zu machen. Einfach das Licht hier noch ein bisschen wegdämmen. Weil gut, hier zwischen kann ich es ja nicht, ne? Von daher machen wir das auf der anderen Seite auch gleich. Zack, zack, zack und zack.
So. Das hat auch schon mal was. So, dann brauchen wir noch was. Damit nämlich die Kumpel... Na. So. Ihre 7 Sachen dahin hängen können. Hey. So. Brauchen wir noch Kleiderhaken. Ja, die habe ich erfreulicherweise auch hier in meiner Ender-Chest. Zack, zack, zack. So, schwuppdiwupp. Na komm. Christus. So. Ja, Frage ist jetzt, machen wir die außen hin, machen wir die innen hin. Ich würde sagen, dann machen sie hier hin. Jeweils. Oh, was wird Kollege da sein? Hä? Doch, zack. Ein Krempel hinhängen kann. Na, ist ein bisschen... Hätte ich vielleicht doch, dass man das vielleicht... So... hat. Das ist, glaube ich, eine sehr viel bessere Lösung. Ja. Auch wenn es auf der anderen Seite dann einfach nochmal einen in die Breite geht. Aber... mach das einfach mal. Ja, so. Könnte man unten noch eine Truhe hin platzieren, ne? Dass er so sein. Ja, sein. Na, ich will nicht sagen Schließfach, aber so, wo er seinen Krempel ablegen kann, halt hat. So. Zack. Und. Ja, du kannst hier ruhig versuchen, die Türen einzuschlagen. Hier sind keine NPCs. Mal sehen, wo versucht das denn, hä? Da oben, das ist eine Stahltür. Na? Ach, da. Eggshot. Und noch einer. Zack. So, ja, das werden wir jetzt auch... hier auf der Seite machen. Zack, zack. Ah, und da müssen wir jetzt natürlich plonk, plonk, plonk. Lass mal das hinsetzen. Ups, nicht zu weit. So. So, ja, ich ziehe die Gebäude hier einfach mal gnadenlos zusammen. Ist halt einfach nicht so der Platz in der Breite da. Und jetzt das ganze Ding einfach nochmal rüberziehen. Wollte ich doch nicht. So. Zack, zack. Nee, okay. So. Du kommst auch noch weg. Und blum, blum, blum. Ja. Ist halt hier so historisch gewachsene Struktur. Sag ich mal. No? Okay, was man noch machen kann, ist halt hier dann zum Beispiel Stone Slabs zu nehmen. No? Dass sich das einfach nochmal so ein bisschen Materialmix drin hat. Hey! Creeper! Na, und hier vorne ran kommt dann halt nochmal so eine, ja, Halle, würde ich mal fast sagen. No? Wir setzen. Erstmal würde ich aber. Werde ich aber. Zack, zack, zack. Mich hier in den Felsen reinarbeiten. Ah, das ist ja schließlich die Ecke, aus der dann die Arbeiter die Duschen betreten sollen. So. Einmal von hier aus. Und einmal von da aus. So. Dass wir hier schon mal die Orientierung haben.
die Frage ist, wie weit muss ich in den Berg rein, damit ich dann auch den Gang zur Mine treffe. Ich sag mal, ich gehe so weit rein und dann prügele ich mich hier einfach mal durch, bis ich auf den Gang treffe. So, ein bisschen Licht für euch. Ups, so. Habe ich wieder hier einen Krempel dabei. Ui, das scheppert draußen. Jawohl. Hey, schön. Genau hier neben so einem Pfeiler rausgekommen. Das heißt, wir nehmen das mal so weit hier raus. Und packen erstmal unseren Krempel wieder ein bisschen weg. Hier Erde. Erde, Cobblestone. Und den anderen Krempel. Schwupp, wieder nach oben. Eieiei. Ich lasse mich hier aber von dem Wetter gar nicht beeindrucken. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, da sollten wir wieder ein bisschen Platz haben. Schwuppdiwupp. Ja. Ja, das Ding wirkt jetzt natürlich sehr, sehr mächtig und dunkel und das soll es aber halt auch, ne? So massiv und ist halt Bergarbeiter. Ne? Die harten Kerle hier aus der Mine. Nichts für Weicheier. So. Zack, 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 hier den Gang. Zack, 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 das ausgemeißelt. So, und dann haben wir halt hier auch schon gleich. Zack, 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 zack. Alles drin, alles drin, alles drum. Schwuppdiwupp. Und können halt auch hier dann gleich das Ganze wegmeißeln. Gibt wieder jede Menge Cobblestone, den ich ohne Probleme verbrauchen werde beim Bau von Minecart-Strecken. Ja. Na, bei den ganzen Pfeilern, da geht Cobblestone drauf ohne Ende. In Ravine City hat mir ja Honks, glaube ich, ja, Honks von Amiga, eine ganze Reihe Doppelkisten mit Cobblestone bereitgestellt. Da sind die ersten inzwischen leer. Also die ersten vier oder fünf Doppelkisten. Er hat noch mehr als genug dahingestellt, aber das ist schon ja, ganz kräftig, was da so an Material verbaut wird. Bei den Pfeilern für die Minecart-Strecken, das soll man so erstmal gar nicht glauben. So, schwupp, schwupp. Und so, das hier ziehen wir noch. Zack, zack, zack. No. So, na, dann können die Kumpels von da kommen. Nehmen wir hier auch mal die Erde raus. Und setzen hier richtig schön Cleanstone rein. Zack, 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 das da hinten verfüllen wir. Hoppala. Schwupp, schwupp, schwupp. Zack, zack, zack. Ja, Leute, mal eine ganz normale Minecraft-Folge. Ja, einfach live gespielt, live kommentiert, hauptsächlich on-topic. Hm? Also aufs Gameplay kommentiert, da fehlen ja noch Schienen. Wie sind die weggekommen? Ist hier mal ein Creeper oder sowas? Weiß es nicht. Ja, achso, das ist hier eh nur angedeutet. Hier die Schienenstrecke, die dann hier in die Mine reinführt, in der anderen Mine. Da ist es wirklich so. Da geht es dann runter. Ja, hier habe ich dann auch eine Weiche, wo ich dann einstelle, Minecart soll da ran, Minecart soll da lang fahren. Ne? Und hier ist es halt wirklich so ausgebaut. Die Mine, haben wir auch ein paar schöne Folgen hier erlebt. Ne? Dass man das Minecart jeweils runterschicken kann, unten vollpackt und dann wieder hochschickt. Ne? Da sind also genug Booster Rails dann unten dabei, dass das auch wirklich nach oben durchkommt. So, und ja, ich bin hier wirklich dafür, hier Cleanstone Slabs hinzusetzen. Holz wäre natürlich auch eine Alternative. So, so, zack, 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 zack.
Nehmen wir uns mal. Dann haben wir genug. Schwuppdiwupp. Ja, oder Trittplatten wäre auch noch so ein Ding, aber. So. Zack, 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 zack. Und zack. Dieses war der eine Streich und der zweite folgt so gleich. Hoppala. Zack. So, plopp. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt einen zu früh angesetzt. Soll auch nichts machen. Schwuppdiwupp. Machen wir dann auf der anderen Seite. Nee, ist doch, passt doch. Ist doch schön. Ja. Süderle. Hier werden wir noch die Wände mit richtigem Stein erstmal ausfüllen. Was mache ich denn? Und die Decke genauso, da soll ja hier alles richtig schön aus dem Felsen gemeißelt sein. Ne? Und Cleanstone habe ich ja genug da. Und die Erde werden wir schon noch irgendwo anders gebrauchen, verbrauchen. Ja, da findet sich bestimmt auch noch ein Eckchen dafür. So, plang, 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 plang. Hier alles aufgesammelt. Und wieder zack, zack, zack. Stein. Ja, ich greife hier immer in die falsche Truhe rein. Aber ist halt wie im richtigen Leben, ne? Das, was man wirklich sucht, findet man in der letzten Hosentasche, in der man nachguckt. So, da sind wir mal hier nicht geizig. Na komm rein da, plopp, plopp. So, so. Großartig, eine Höhe möchte ich hier eigentlich nicht reinbauen. Also diese Dreierhöhe, wie ich es halt normalerweise auch unten in den Minengängen habe, soll mir hier vollkommen reichen. So. Ja. Das hat schon mal was. Dann können wir hier in die... in die Mitte reinsetzen. Bänke muss ich hinsetzen können, umziehen können, irgendwas. Kann man sich da noch einfallen lassen. Überlege ich gerade. Ja, bin ich... So machen wir das und zack, zack. Setzen wir noch. Die Gitter hin. Na, so, so. Und so und dann hier wieder Steinziegel. Gesetzt. Genau. Und dann können wir hier nämlich... Ja, sollte ich doch mal nach Holz gucken. Das können wir mal aus Holz machen. Ja, ausnahmsweise so die Bänke. Schauen wir mal hier. Holzstufen. Nein, hier habe ich auch nur helles Holz. Das dunkle Holla, die Waldfee. Fichtenholz wäre natürlich auch eine schöne Sache, aus der man das machen kann. Hier haben wir normale Eichenholzbänke, hier haben wir Fichtenholz. Ja, nehmen wir doch mal einfach die normalen Bänke. Und habe ich noch Haken dabei? Habe ich auch noch dabei. Dann nehmen wir uns mal noch welche mit. Was mache ich denn hier? Einfach mal so wegklopfen. Nicht immer die Axt nehmen. Ne? So, zack, da haben wir noch ein paar Haken. Schwuppdiwupp und runter da wieder. Hey, die Nacht scheint ja mal ruhig zu sein. Das Skelett da oben habe ich gesehen. Also keine Panik. So. Und dann nehme ich doch mal die Axt. Weil es so schön schnell geht. No,
Und hier genauso. Dann werde ich das doch mal hier einen weiter rausmeißeln. Dass man also hier noch ein bisschen Platz hat. Dass das nicht ganz so eng ist. So, aber den hier lassen wir so drin. Zack, zack, zack. Söderle. Und genau, auf der anderen Seite genauso. So. Ach, Junge, auf doch. Was stellst du dich auch unter die Dusche, wenn du kein Wasser verträgst? Ha, Knochenkalle? Ja, war's das? Das war's. Hehe. Oh, ihr seht mal, manchmal muss man sich gar nicht um die Monster kümmern. So, hier kommt noch einer hin. Plöng. No. Und dann können wir genau hier auch wieder kleine Haken an die Wände setzen. So. No. Haben wir hier noch. Jetzt brauchen wir wieder die Schaufel. So. So. Und hier wieder zack, 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 zack. Reicht das? Das reicht. Soweit jedenfalls erstmal. Zick. Und dass ich dann hier auch wieder ding, 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 ding die Kleiderhaken hinsetzen kann. Ja, doch. Hat erstmal soweit was. Ein bisschen Beleuchtung müssen wir dann hier noch reinbringen. Möchte mal fast sagen. Hier. Jetzt habe ich natürlich die Glühsteine nicht dabei. Und wo ist die? Da. No. Zup, 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 zup. So, Schwertchen gezückt. Und ich muss wieder Cleanstone mitnehmen. So. Erde kann weg. Zack, 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 zack. Hä? War da was? So. Zack. Nochmal ein bisschen Glowstone. Schwämme, Schwämme, Schwämme. Bring mich auch nochmal auf eine Idee. Das wäre doch was. So, plüng. Und plüng. Hey, passt sogar. Oh. Das hat doch was. Das kriegt doch so langsam Gesicht. So. Lass mich überlegen. Die hier gefallen mir noch. Die werden wir mal noch hier verbauen. Zack, zack. Jo. Und so. Man könnte jetzt noch die irgendwie hier vorziehen. Jungs, ihr seid aber hartnäckig, ja? Stellt ihr euch hier extra an? Wie heißt das so schön? Beim Sterben ist jeder der Erste. Dass man das hier. Und hier. Ja, ist das hier? Das ist hier ein Lightbug. Okay. Den lassen wir mal so stehen. Das hat doch was. So, ich gönne mir mal ein kurzes Päuschen. Schau auch mal, wie lange ich hier schon aufnehme. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Söhnele. Da bin ich wieder. Ja, Mensch, knappe Stunde. So schnell vergeht die Zeit, wenn man hier so ein bisschen was macht. Ne? Und ich denke mal, ich werde hier jetzt offscreen noch ein bisschen weitermachen. Verabschiede mich aber schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu.
Bleib mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Eggshot und noch einer. Der musste noch sein.